Okay, hier kommt einer von einer Milliarden möglichen Theorien bzw. Hypothesen, was es mit der Sympathie gegenüber dem Coronavirus auf sich haben könnte. Und diese Hypothese, die schweift etwas ab von dieser ganzen soziologischen Opfertheorie. Also, dass die Menschen immer ein Opfer brauchen, um sich irgendwie, keine Ahnung, zeitlich nach vorne zu bewegen. Ja, also die Theorie basiert auf den Tests. Ich weiß nicht, ob das wissen, manche Menschen wissen oder so, aber diese Corona-Tests haben zusätzlich zu der Bedeutung, die sie schon haben, auch noch eine Bedeutung, nämlich die, dass sie ja, ein Zeichen sind ohne wirklichen Inhalt. Also jeder kann dort etwas hinein deuten, was auch immer er dort reindeuten will. Es verrät auch manchmal etwas dann über die Person, die dann da etwas drüber sagt. Also wenn da jetzt etwas ist, so ein Corona-Test beispielsweise, und man legt diesen Test irgendeiner Person vor und die weiß halt, ja, das ist das, dann kann man schon so, falls man so behindert ist, eine Psychoanalyse zu betreiben gegenüber seinem Nächsten, dann, ja, dann kann man beobachten, was dieser Mensch dazu sagt. Also ob er erstmals annimmt, ob es genau das ist, was die Person ja einem vorgelegt hat. Also er fragt, was ist es? Und dann nimmt er es an, ja, nein. Und dann weiter halt beim Nein, was sagt der Mensch darüber, was es ist? Und in dieser Hypothese geht es darum, dass man diese Corona-Tests also es ist ein dummer Gedanke, also es ist keine Hypothese, es ist nichts Ernstzunehmendes, dass man diese Corona-Tests als Schwangerschaftstests sieht und dass, wenn dieser Test positiv ist, eine wirklich tiefe Verbindung zu demjenigen Mann, zu demjenigen Diktator vorherrscht, um es genau zu sagen, die Kante des Testosteron-Moleküls zwischen Leben und Tod, denn der Mann kann entscheiden zwischen Leben oder Tod. Nicht nur kann er töten, ich weiß nicht, ob das stimmt, also das ist mir persönlich eine ziemlich, ja, fremde Vorstellung, dass ein Mann töten kann. Also ich halte das für philosophisch äußerst fatal, wenn man da hingeht und sagt, Männer können töten. Ich meine, sicher ist es vielleicht richtig, auch um sein, ich weiß nicht, Ajna-Chakra zu meistern oder so, von jeglicher Möglichkeit auszugehen. Aber es hat halt etwas Unschönes an sich, wenn man das vor allen anderen Möglichkeiten so voranzieht. Also, dass man hingeht und sagt, ja, alles ist möglich, ein Mann kann töten. So, wieso hast du das erwähnt? Also, wieso hast du gesagt, ein Mann kann töten vor allen Möglichkeiten? Weil im Grunde, wenn alles möglich ist, könntest du ja auch sagen, es gibt veganische Drachen oder so. Und das könnte dir dann wichtiger sein als die Möglichkeit, dass Männer töten können. Aber von der Natur her ist es, und das ist hochinteressant, ist es so, dass Männer töten können, aber nicht deshalb, weil sie töten, also weil sie jemanden umbringen können, sondern weil sie Leben erschaffen können. Sie können entscheiden, also was heißt mehr oder weniger, sie können ihre niederen Gelüste, in Anführungszeichen nieder, können sie unterdrücken, und dadurch können sie, wenn sie, weiß nicht, wenn man das alles auf der Geschlechtsebene analysiert, auf der Geschlechtsebene definiert, dann können sie in einer Möglichkeit, können sie einen anderen Weg wählen, und dadurch können sie, also dann dadurch haben sie quasi getötet, was innerhalb dieser Dominanz als Diktatur des Moleküls Testosteron dann entweder, ja, singulär, also als innerhalb eines Mannes oder innerhalb einer Gruppe, es kann natürlich gut sein, dass es ein Kollektiv ist, dann dazu führt, dass so eine gewisse Zweiseitigkeit oder eine Prüfung einer Zweiseitigkeit entsteht. Und wenn der Test positiv ist, dann passiert eigentlich jenes alte Phänomen, und es ist schrecklich, dass hier die Worte so
synkretistische Bedeutungen haben, weil Corona heißt Krone und der, wo die Krone aufhat, ist der Idiot, ist der Schwächling, der Julius Caesar, der es nicht schafft, ordentlich ein paar Kilometer zu schwimmen. Ja, und wenn der Test positiv ist, das ist das Fatale psychologisch an der ganzen Geschichte. Wenn der Test positiv ist, dann hat man als Mann, als Kind, als Alter, als Kranker, hat man tatsächlich das Gefühl, dass man überlebt. Während wenn der Test negativ ist, man tatsächlich das Gefühl hat, zu sterben. Und dem Zuhörer wird hier sicherlich die Paradoxie aufgefallen sein, weil, wenn ich krank bin, wieso soll ich dann überleben? Ja, weil nur durch die Bestätigung dessen, dass ein Virus existiert, also das mal außen vor, also, und jetzt, das ist eine fatale Geschichte, weil das ist die Frage des Testosterons schlechthin, die Frage dessen, wie stark ein Mann ist, wie stark sind Menschen, wie stark sind vor allem die stärksten Menschen, also vor allem Olympiasportler und so. Was würde passieren, wenn man denen einfach so ein Virus reinspritzt, wenn die in ihrem Fluss sind? Können da überhaupt solche Viren was anhaben so? Und dann auch noch in dem Zusammenhang mit diesen ganzen Stimulanzhypothesen, dass es nicht stimmt, dass es nicht wahr ist, dass Kaffee dem Immunsystem schadet. Es kommt auf das Maß an und auf das Bewusstsein, die Dankbarkeit. Und dann kann es durchaus sein, dass bei richtigem Konsum dieses Lied singen die Menschen wahrscheinlich schon ziemlich lang, das Lied des Stresses. Aber da kann es durchaus sein, dass da so sowohl halt Olympiasportler oder halt Olympia, also ja, richtig starke Menschen oder ja, Leute, die halt sich durch Mittel erweitern, sodass sie da eine gewisse Immunstärke haben, dass die das halt einfach nicht berührt. Aber das ist gar nicht so der Punkt dieser Hypothese oder dieses Gedankens, sondern dieses Testosteron und dieses Diktatorische, diese Dominanz des Testosterons, diese Kante zwischen Leben und Tod, des Leben Erschaffens und des Leben Lassens. Und wenn der Test positiv ist, bestätigt er einen Virus, der tatsächlich für einen großen Teil starker Menschen nicht existiert. Und das ist ein bisschen, ja, das ist, was könnte man da jetzt drauf reimen? Was könnte man da jetzt drauf singen? Was für ein Rap könnte man darauf machen? Naja, einfach der, dass all die Schwachen jetzt geprüft werden, ob sie neidisch sind oder nicht. Und dann kommt wieder so eine Selektion, so ein Don Quixote-Moment, wo man sich fragt, ja, sterben dann jetzt noch mehr an der Prüfung, ob sie neidisch sind oder nicht. Also wenn es an meine Frage geht, also wenn es an meine Auffassung geht, will ich einfach nur das Immunsystem hervorheben und die Neutralität dessen, dass es einfach extrem starke Menschen gibt, Olympias, denen die mit ihrem Immunsystem, die haben so ein unfassbares Immunsystem. Aber ja, das ist gar nicht so das Zentrum dieses verrückten Gedankens oder dieser Idee, dieser Hypothese dessen, dass es da zu solchen Dominanzstrukturen oder Diktatorstrukturen des Testosterons kommt und es da zu einem tatsächlichen psychologischen Gefühl des Sterbenmüssens oder Überlebens, aber in einer paradoxen Art und Weise, nämlich des Bestätigens dessen, ob ein Virus existiert oder nicht, ja, vorhanden ist. Also mich persönlich nervt es einfach nur, dass ich in einer Menschheit leben muss, die mir das an den Kopf wirft, weil ich halt persönlich immer auch mit dem rechten Blick auf die Literatur da in ganz großes Unbehagen komme, weil ich da halt, ich befürchte das nicht, aber ich halte das für äußerst, ja, für mich, mir gegenüber halte ich das für äußerst
schmerzlich und peinlich und es berührt mich zutiefst, dass ich das